Ah ja. Das letzte Kapitel. Das ist jetzt immer so eine Sache. Hat er jetzt gespeichert oder nicht, ne? Kann ich da speichern? Ne, keine Kaffeekanne. Wir haben jetzt 10 vor 10. Okay, dann würde ich sagen, ich drang tiefer in den wir gehen bis zur nächsten Speichermöglichkeit. Tempo und folgte mir wie mein unerwünschter Schatten in meinem Augenwinkel. Das war nicht mein Werk. Und dann machen wir Schluss für ich heute. Nicht, was es war. Eine schreckliche Prophezeiung. Dann ist Stream alle leer. Ja, ärgerlich, ne? Ah, das Spiel hätte rauskommen müssen, wo ich letztes Jahr den 25-Stunden-Stream gemacht habe. Da hätten wir es vielleicht in einem Rutsch durchgeballert. Weil wir haben jetzt gerade, ich glaube, 26 Stunden müssten wir haben, ne? Wo wir gestern aufgehört haben, waren wir bei 25 Stunden 11, wenn ich mich recht entsinne. Nimm halt mit, die Fackel. Ey, aber ich hätte echt Bock, da direkt morgen weiterzumachen. Bis Donnerstag halte ich nicht aus. Absolut nicht. Aber morgen ist halt Therapie, ne? Oh, ich will doch speichern. Na komm, dann stellen wir uns hier hin. Und speichern nicht manuell. Aber wir können mal gucken. Vor 6 Minuten. Na, das ist lang. 23 Stunden 36 haben wir. Also dieses hätte man in einem Stream durchballern können. Okay. Ich höre ein Echo. Film? Ah ja, das Echo. Was vorher nicht geklappt hat. Ah. Ich stellte einige Nachforschungen. Für Filmfreaks war er ein guter Schauspieler des Filmkunstkinos. Ein aufstrebender Star, der von Finnland nach Amerika kam. Aber er drehte nur einen Film, Tom der Dichter, bevor er verschwand. Genau wie die Hauptfigur seines Films, die er selbst spielte. Das größte Rätsel war sein verschollener Film, ein frühes Werk aus Finnland, Nightless Night. Dem mystischer Eigenschaften nachgesagt wurden. Und der Hauptdarsteller handelt sich um Snuff-Film. Der Twilight-Film ist ein echter Mord. Es waren keine verbleibenden Kopien bekannt, aber der Kult jagte den Film, als wäre es ihr unheiliger Gral, genau wie Wakes Bücher. Ja, weil Kunst. Ich bin ja nicht gerne in der ersten Reihe, ne? Warte mal, ich gehe mal ein Stück zurück. Ich will das sehen. Setz dich, Digga, setz dich.
So ist gut. Ja, eher. Der Karaoke-Hausmeister. Onko täällä ketään? Ahti. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valot ihmeestä paitsi jää. Artie and the Janitors. Was die sich immer Mühe geben, ne, die Remedy. So geil. Vielleicht sollten wir echt nochmal Quantum Break spielen. Ach, er. Der. Auch ein bekannter Schauspieler. Alles klar, Grudemolch. Dann noch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Und für den Raid. Tulin vain käymään. Ja nyt kun muistan, millaista tämä touhu täällä on, en viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoa se aina länkytys. Uurilla ja mestarilla. Mutta ei se paskaveli kelvon edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Vaikka mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Der war bei Vikings. Harald Schönhaar. Jetzt fällt mir's ein. Päiviltä pitäis sinutkin pistää. Mitä on? Nyt tuli tupen rapinat, poika. Leikataan parta! Leikataan pojalta partaa! Kaffee. Ist das geil, oder? Stehen wir da im Kino und gucken Film.
löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu. Kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarina. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Mites siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Sitä paitsi, sain potkut. Ei olisi tarvetta talonmiehen apulaiselle. Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen, kun sinä lähdit. Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Aha. Malja. Mille juomme? Yöttömälle yölle. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass wenn ich auf die Handlungstafel gehe und die Szene umschreibe, dass dann ein anderer Film läuft. Das packen wir heute aber nicht mehr. Wie lange geht das denn? Schon 12 Minuten? Alter. Sanotaan, että Alen kurkotti liian pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varoa sitä Alenin mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona häneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa. Bambi. Bambis Rache.
Alter, was geht denn ab? Maverick! Vielen Dank für deinen Raid. Wir gucken gerade einen Film im Spiel, im Kino. Wahnsinn. Danke mir. Fortnite habt ihr gemacht. Deine Benachrichtigung war aber ETS. Ich wollte es nochmal erwähnen. Dann habe ich dich erwischt vorhin, ne? Bei grottemoldig im Stream. Achso, sind immer noch. Okay. Alter, der Film ist der Hammer. Wie lange läuft der jetzt schon? 16 Minuten. Brutal. En kierrä kehää. Tämä on spiraali. Oh, ich glaube, das war's. Jawohl, Lopu. Lopu heißt Ende. Behaupte ich jetzt mal so. Aber wie geil, ey. Na dann. Komm, wir gehen aber wieder darüber. Ja, gute Musik zum Schluss. So, Ausgang hier. Oder soll ich mal... Warte mal. Ah, wir sind gerade bei gar nichts, ne? Großmeister, kommt ja wieder der Böse. Naja, das ist wieder das. Erledigt haben wir ihn ja noch nicht, ne? Ob ich da nochmal rein muss? Ne, muss ich nicht. Okay. Dann probieren wir mal Kult des Wortes. Da sind bestimmt wieder Schatten. Nein. Ich glaube, die Szene ist durch. Ja, fängt wieder von vorne an. New York City. Ein Mikrofon. Oh, oh. Oh. Okay. Hier hat was stattgefunden. Mehr aber auch nicht. Teil des verlorenen Films. Wenn da auch nichts ist, dann gehen wir halt wieder, ne? Jo, dann. Kapelle Ausmarsch. Und dann suchen wir uns mal einen Speicherpunkt, ne? Dass ich ins Bettchen komme. Ah, da haben wir doch. Oh. Wo? Es gab nicht genug Alkohol in dieser Stadt, um diesen Albtraum zu vertreiben. Jawohl. Aber ich wollte es versuchen. Der Fall würde nie zu Ende sein. Ich hatte jetzt mehr Fragen als zu Beginn.
gefangen in einer postmodernen Detektivgeschichte. Welch Ironie. Ich fühlte mich von einem unbekannten Publikum beobachtet. Ich wollte mich zur versteckten Kamera drehen und brüllen. Aber ich wusste nicht, wo ich die vierte Wand durchbrechen könnte. Es würde für Casey immer noch einen Fall geben. In dieser dunklen Stadt wimmelte es von Geschichten. Die Nacht hieß mich. Ich lief in ihre Arme. Abspann. Okay. Jo. Da sind wir. Speichern wir. So.